stillen See, wo keine Ruderboote und Strandlokale die Natur versauen. Beliebte Generaldirektor Knote, in Biedermeier-Stil sich anzubauen. Dorthin entfloh er vor den Alltagssorgen und vor dem unpoetischen Arbeitsdunst und siedelte sich ein bis Montagmorgen. Er schwärmte nämlich für Natur und Kunst. Und wenn er Sonntag früh im Sonnenscheine mit Gott versöhnt auf der Veranda saß und zwischendurch die deutsche Allgemeine die Autobörse oder Nietzsche las, dann fühlte er beim Vollduft der Importe das Innere leicht bespült vom Moselwein, den tieferen Gehalt der Dichterworte. Hier bin ich wieder Mensch, hier darf ich sein. Seiner Gattin sprach er, ach Yvonne, hier schweigen die sozialen Kämpfe still. Ich wünschte allen Menschen diese Sonne und dieses feiertägliche Idyll. Und eines Sonntags kamen Paddelboote und Wanderer klampften von den Bergen her. Und Zelte standen rings um Villa Knote und jeden Sonntag wurden es ein paar mehr. Vorbei war Knote, stilles Wochenende, so war die Menschenliebe nicht gemeint. Da kaufte er das ganze Seegelände und hatte stacheldrähtlich eingezäunt. Nun macht er vor dem wie mit Gott Bekanntschaft, der ihm das nötige Kapital verlieh. Und saugt sich vor den abgesperrter Landschaft, von Weisheit und Natur bis Montag früh. Die Ratte.